So, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, Wrath of the Lich King, Folge 190. Wir halten uns mal ein bisschen bedeckt jetzt mit Klamotten. Aber, naja, ich habe mich ja schon öfters mal über Smartphones mit euch unterhalten, weil ich es ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen schade finde, dass die Leute eben so oft Smartphone gucken und so wenig. Genau, das Schlundloch. Die Schlundlöcher müssen wir zum Einschuss bringen. Und die Eier kaputt machen. Das sind die Schlundlöcher. Oh Mann. Da haben wir gleich hier wieder viele am Backen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So. Wadau. So. Ich hoffe, wir überleben es. Oh. Da wenigstens machen sie sich Mama. Ne, es schaut keiner mehr aus der Straßenbahn raus. Die schauen alle nur noch auf ihre Smartphones. Oder zumindest extrem viele. Boah, wie knapp. Wie knapp. Scheiß die Wandern. Und ich frage mich dann halt immer, ist das gesund? Ist diese wahnsinnige Reizüberflutung, ist die gesund? Ich meine, das Hirn braucht doch zwischendrin als mal ein bisschen Pause. Ja, das Hirn muss doch mal auch mal die Gedanken schweifen lassen. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Gerade wenn man zum Beispiel in der Straßenbahn fährt, einfach mal aus dem Fenster rausgucken und ein bisschen vor sich hin träumen. Wo ist dieses vor sich hin träumen geblieben? Man guckt ständig, man überbrückt die Wartezeit mit dem Smartphone. Heißt, man hat nie Leerlauf. Man hat immer entweder was zu tun oder man schaut aufs Smartphone. Also gut, ist auch was zu tun, ne? Und das Gehirn hat nie Zeit, einfach mal zu relaxen. Vor sich hinzuträumen, neue Ideen zu kreieren, die Gedanken zu sortieren. Das ist, ich weiß nicht. Ich meine, keine Frage, Smartphone ist mit Sicherheit eine saupraktische Sache. Da bin ich voll bei euch, überhaupt keine Frage. Wenn man es, denke ich mal, mit Maßen einsetzt. Aber ich schätze mal, viele setzen es eben nicht mit Maßen ein. Da sehe ich eben in unserer heutigen Zeit so ein bisschen das Problem, die Möglichkeiten. Man hat viel mehr Möglichkeiten als früher. Aber man hat eben auch viel mehr Möglichkeiten, wie soll ich sagen, das Falsche zu tun. Ich habe es mir vorhin wieder gedacht, als ich unterwegs war und verträumt aus dem Fenster der Straßenbahn geschaut habe. Hab ich mir überlegt, ja, früher hatten wir auf dem Dorf unser kleines Universum. Ja, als Kinder, als Jugendliche, ohne Führerschein noch, hatten wir das Dorf. Ne? Dorfjugend, wir hatten unsere Freunde, unsere Kumpels, wir haben mit denen was gemacht, wir sind mal dahin gegangen, Super Nintendo gezockt, mal am PC, aber auch mal draußen gewesen, auch mal spazieren gelaufen, ja, uns über dies und jenes miteinander unterhalten und so. Auch Partys gemacht, alles klar, kein Ding. Und das war halt unsere kleine, heile Welt. Ja, so Schule dann eben noch und drumherum, aber so abgesehen von der nächsten Großstadt war dann da eben nicht viel. Heutzutage im Internet hast du im Prinzip Kontakt zur ganzen Welt. Und du hast eben nicht nur zu freundlichen Menschen Kontakt, sondern du hast auch zu blöden Menschen Kontakt, die du ansonsten nie kennengelernt hättest, weil sie aus was weiß ich, hinter Puidolfi kommen oder so. Ne? Und genauso mit Medien eben. Du hast heutzutage ja auf alle Medien Zugriff, ja, Filme. Früher hast du für die Filme, die du angeschaut hast, entweder ins Kino gehen müssen oder du hast ferngesehen oder du bist in die Videothek gegangen, hast dir die Videokassette ausgeliehen, ne? Solche Sachen. Heutzutage jeden Film bequem von daheim übers Netz rausziehen, ganze Serien, Flatrate, du kannst im Prinzip für 10 Euro kannst du dich dein ganzes Leben im Monat eben mit Serien zubomben. Du musst nicht mehr viel machen. Freunde triffst du nicht mehr so viel außerhalb, sondern
du zockst halt dann viel online, aber es ist definitiv ein anderes Zocken, als wenn du mit deinen Kumpels früher eben vor der PlayStation oder vor dem Super Nintendo gesessen bist. Das ist was anderes. Dieser menschliche direkte Kontakt fehlt irgendwie. Und das sind die Dinge, wo ich mir sage, ja, kann es sein, dass wir uns vielleicht in die falsche Richtung entwickeln? Oder dass wir eben mit den Chancen, die sich uns bieten, eher unvernünftig umgehen? Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Was meint ihr dazu? Ich fände es zum Beispiel einfach mal schön, mich mal wieder mit Leuten zu treffen, einfach mal gemütlich zusammenzusitzen und einfach über dies und jenes sich zu unterhalten. Ja? Mache ich ab und zu auch. Ne? Ich habe Freunde, Freundinnen. Den kommen mal zusammen. Gut, das ist nicht mehr so häufig wie früher, weil haben halt alle auch selber Familien und Verpflichtungen und so weiter. Aber ab und zu mal kommt man zusammen und unterhält sich eben über dies und jenes und auch tiefsinnige Sachen. Wenn ich mir überlege, was wir früher als Jugendliche für tiefsinnige Unterhaltungen hatten, das war der Hammer, ja. Wir saßen zusammen, mit meinem besten Freund, ja, bin ich auch öfters mal, ja, einfach mal spazieren gelaufen, die Natur ein bisschen genossen, uns über dies und jenes und Zell unterhalten und dann eben philosophiert. Und zwar total wild. Wir sind auf die schrägsten Dinge gekommen. Ich weiß noch, wir haben einmal stundenlang über Steinschlag im Wohnmobil sinniert und philosophiert. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir darauf gekommen sind. Es war totaler Schwachsinn, aber ja, wir haben eben drüber philosophiert. Wie könnte es möglich sein, dass es in einem Wohnmobil drin einen Steinschlag gibt? Ja, und einfach eben so Quatsch. Ja. Aber es war schön, ja, das Gehirn konnte mal völlig andere Wege gehen, konnte sich mit neuen Gedanken auseinandersetzen und das ganze Zeug. Ja. Das ist... Ja, es ist nicht einfach. Es ist die ganze Reizüberflutung einfach. Ja, das ist schwierig. Schwierig geworden. Sich davon nicht vereinnahmen zu lassen. Ich glaube, man braucht eine sehr starke Persönlichkeit, um eben dann auch darüber zu stehen und beispielsweise nicht ständig am Smartphone zu kleben. Sondern zu sagen, okay, Smartphone, schön und gut, ich nutze das in meinem Sinne, wie es mir nützt, aber eben nur so viel, wie ich eben ja, brauche davon. Und ansonsten lege ich es eben mal weg. Ich wüsste nicht, ob ich es könnte. Ja, ich habe im Prinzip einen relativ starken Willen. Ich meine, ich habe von heute auf morgen mit dem Rauchen aufgehört vor 13 Jahren. Ja, das ist macht auch nicht jeder. Aber, ja, ich weiß es halt nicht, weil wenn du die Möglichkeiten hast, denke ich mal, dann nutzt du sie auch. Und du nutzt sie wahrscheinlich mehr, als du sie eigentlich nutzen müsstest, in Anführungszeichen nutzen müsstest. Ja? Aus meiner jetzigen Sicht, wenn ich ein Smartphone hätte, würde ich es nutzen, eben um hier Kartenfunktionen, wenn ich jetzt in einer fremden Stadt oder so bin, gucken, okay, wo bin ich, hier Google Maps beispielsweise, solche Sachen. Oder mich zu informieren, wann fährt der Zug. Ja, habe ich noch ein bisschen Luft oder muss ich hetzen? Und solche Sachen eben. Eher ja dann praktische Dinge. Aber wahrscheinlich würde ich es irgendwann tatsächlich auch nutzen, um jetzt an der Haltestelle oder am Bahnhof mir Videos anzuschauen, während ich auf den Zug warte. Und dann eben nicht mehr in der Gegend rumzuschauen, Menschen anzugucken, was die so treiben, Menschen zu beobachten einfach und die Gedanken schweifen zu lassen. Das fände ich schade. Und deswegen habe ich nur ein ganz normales Handy, ja, um unterwegs erreichbar zu sein. Bimmel, 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 Telefon, hallo, wer da? Ja. Ich kann daheim genug Videos schauen.
Und ich finde es auch mal gut, wenn einmal langweilig ist. Du stehst rum und denkst dir, oh fuck, hey, noch hier 8 Minuten auf den Zug warten. Verdammt. Und dann guckst du in der Gegend rum und hier ist langweilig. Meinetwegen ist denn heutzutage bitteschön noch langweilig. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben verlernt, einfach mal Langeweile zu empfinden. So, mir ist jetzt mal langweilig. Nein, der Mensch von heute muss jede Sekunde der Langeweile mit irgendetwas ausfüllen. Einfach mal wieder Müßiggang, liebe Freunde. Hm? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Aha. Aber jeder Mensch braucht ein Laster. So. Zwei in der Bix. Stimmt, die Schlundlöcher. Na gut, dann machen wir mal noch die Schalunterlöcher. Ja, wir haben ja noch Zeit. Na, das sind so die Dinge, die mir eben dann persönlich auffallen. Ich brabbel hier beim Let's Play auch des öfteren mal Dinge, die keinen Sinn ergeben. Und ich drücke mich auch oftmals nicht gewählt aus, was aber schlicht und ergreifend auch einzig und allein... Seht ihr? Gerade eben. Was schlicht und ergreifend einzig und allein... Was ein Scheißsatz! Nein, was ich eigentlich sagen wollte, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass Spielen sich auf das Spiel konzentrieren und gleichzeitig Reden und vor allen Dingen was Sinnvolles von sich geben, gar nicht so leicht ist. Wer schon mal Let's Plays gemacht hat, der wird das nachvollziehen können. Ja. Aber ich denke, dafür kriege ich es noch ganz gut hin. Also zu großer Schwachsinn ist, denke ich mal, noch nicht dabei. Gut, ja, ja. Und die Mittelschicht bricht weg, aber das macht es ja schon seit Jahren. Es gibt irgendwie nur noch die Reichen und die Armen. Immer mehr Leute werden arm. Ist ja auch ein Grund, weshalb ich, wenn ich ein Buch kaufe, es bei möglichst kleinen Buchhandlungen kaufe. Zum Beispiel. Ja, mir eben bestellen lasse, dahin liefern lasse. Weil preislich gesehen kostet es das gleiche. Buchpreisbindung und so weiter. So unterstütze ich eben die kleine Buchhandlung. Und ja, da kann ich immer nur wieder euch dazu aufrufen, vor allen Dingen auch wenn ihr jetzt das nötige Kleingeld eben habt, also wenn ihr nicht am Hungertuch nagt, kauft bei kleinen Läden, die eure Unterstützung wirklich brauchen können, damit diese Vielfalt auch erhalten bleibt, dass wir nicht irgendwann nur noch ja, von Supermarktketten und Discountern zugepflastert sind beispielsweise. Es gibt ja, im Prinzip gibt es ja schon keine Tandemaläden mehr. Früher gab es Tandemaläden. Ich habe das noch erlebt. Als kleiner Steppke, ich habe es noch erlebt. Bei uns im Dorf gab es einen Tandemaladen. Der war vielleicht so groß wie euer Wohnzimmer. Ja? Da gab es nicht so viel, aber du hast die nötigsten Sachen gefunden. Grundnahrungsmittel, Obst, Gemüse, ja? Diese Dinge gab es da. Ja. War vor allen Dingen eben für die alten Leute auch eine geile Sache. Ja, weil heutzutage als alter Mensch, der auf dem Dorf lebt, du hast verloren. Wenn du auf dem Dorf kein Auto hast, du bist angeschissen, wenn in diesem Dorf keine Einkaufsmöglichkeit ist. Und ich kenne Dörfer, in denen es keine Einkaufsmöglichkeit gibt. Oh. Ja. Und das war früher eben nicht so. Früher gab es so gut in jedem Dorf mindestens einen kleinen Tandemladen. Ja. Und das ist schade, weil das sind ja auch dann die zwischenmenschlichen Sachen. Wann passiert es euch denn bitte, wenn ihr heutzutage in einen Laden kommt oder in einen Supermarkt, dass sie sagen, oh Frau Meier oder oh Herr Schulz, schön, dass Sie wieder da sind. Eier und Milch, wie immer. Dass ihr wirklich persönlich angesprochen werdet, passiert doch nicht mehr. Aber das war früher eben so. Die Leute in den Tante-Emma-Läden, die haben ihre Kundschaft gekannt. Und die konnten dann auch von ihrer Kundschaft leben. Ja, konnten die. Weil die waren treu und alles. Und es war einfach, es war ein kleineres Universum. Und es war schön, es war gemütlich, es war muckelig. Gut, es konnte natürlich, es konnte auch scheiße sein, klar.
Na, weil Dorf hier, ne, Dorf rumgelabert und bla 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 und Dorftratschen und ja. Da gibt es schon mal die Anonymität einer Großstadt, die dann auch, aber gut, wer das wollte, der ist dann eben in die Großstadt gegangen. Auch kein Problem gewesen. Ja, so war das. Ich empfehle euch mal den Film Alphabet. Das ist ein guter Film, vor allen Dingen über die heutige Leistungsgesellschaft, sagen wir es mal so. Das ist heutzutage im Prinzip, ich sag immer im Prinzip, aber es ist im Prinzip tatsächlich so. Nein, dass heutzutage es so zu sein scheint, dass das höchste Gut oder das höchste Ziel ist, von irgendwas CEO zu werden. Und du siehst so Leute auf einem CEO-Lehrgang, wo du dir denkst, boah, Alter, hat der überhaupt schon Haare am Sack? Und dann stellen sie sich vor so Flipchart hin und erklären, ja, wir müssen bei der Firma dies machen und wir müssen das so konsolidieren und dies und das. Ja, und wir haben da einen 5-Jahres-Plan. Da sage ich, alter Freund, du solltest dir lieber mal einen 5-Jahres-Vorrat an Klerasil zulegen, bevor du einen 5-Jahres-Plan machst. Aha. Ja. Und du weißt ja, so Bübchen. Bübchen. Und ich stehe da rum, CEO, oh mein Gott, hallo? Hallo? Mich verfolgt die Bombe, oh mein Gott, mich verfolgt die Bombe. Ey, hallo? Hör auf. Sag mal, geht's noch? Das, Alter, was war das denn, ey? Ich wurde von dieser Kackbombe verfolgt. Das ist doch nicht wahr. So soll das nicht sein. War sehr anhänglich, meine Fräse. Oh Gott. Nee, ich habe manchmal das Gefühl, die Arbeiterschaft stirbt weg. Wo sind die ganzen Handwerker hin? Ich habe das Gefühl, das wird so langsam alles irgendwie dem so Richtung Ostblock verlagert. Na? Wenn du... Was ist los, Mietze Katze? Willst du mitreden, ja? Hast du auch dieses Gefühl? Ja, habe ich nämlich auch. Nee, dass es einfach immer mehr so in den Osten rüber geht, so handwerkliche Sachen. Und dass sich der Deutsche scheinbar zu fein wird für solche Sachen. So, Handwerk, nee, das mache ich nicht mehr. Ich will was mit Anzug machen und Karriere und CEO werden. Früher konnte man mit Handwerk richtig gut Geld verdienen, aber das Problem ist auch hier der Fortschritt. Du brauchst immer weniger Arbeiter, immer mehr Maschinen übernehmen das, was die Arbeiter machen. Du brauchst nur noch Leute, um die Maschinen zu programmieren und da auch immer weniger. Deswegen werden immer mehr Leute arbeitslos, weil du brauchst weniger Manpower als früher. Und auch das finde ich äußerst schade, weil es hat doch früher auch funktioniert. Die Leute haben doch auch gut gelebt. Da frage ich mich eben, brauchen wir so viele Maschinen? Können wir nicht auf ein bisschen was verzichten und wieder mehr zu Manpower zurückgehen beispielsweise? So ein kleines bisschen? Ich glaube, wir holen uns hier mal von der Kaltwind das Flugding noch. Soll ich mal wieder ein bisschen entschleunigen einfach? Kann doch nicht jeder CEO werden. Soll doch auch nicht jeder CEO werden. Huch. Ach, jetzt. Moment. Wo ist denn der? Ach nee, das ist da oben drin. Oh, das ist da oben drin. Ich dödel. Ja klar, ich bin im Schiff gekommen. Ich bin ein Dödel. Meine Fräse. Ja, machen wir die einfach platt hier. Sowas. Ich bin ja so ein Kasperkopf. Ja,
entwickelt sich alles in komische Richtung. Nein, nicht alles, aber manches. Ich habe es mir letztens gedacht, bei GameTube angeschaut, hier, die haben ja auch einen Simulationskanal, machen da so Müllabfuhr-Simulator und alles Mögliche. Und da hat dann der Fritz auch mal den Martin gefragt, was denn ein Müllmann heutzutage so verdient. Weil das früher ja scheinbar mal ganz gut bezahlt war. Und dann habe ich mich mal kundig gemacht, was so ein Müllmann verdient. Und ja, Müllmann war früher ganz gut bezahlt. Weil ganz gut bezahlt untertrieben ist. Ne? Ein Müllmann hat früher 3.500 Euro brutto verdient. Bumm. Das ist ein sehr, sehr gutes Gehalt. Heutzutage, nachdem die Müllabfuhr privatisiert wurde, verdient ein, hier Müllmann, Obacht, Ohren auf, was heutzutage ein Müllmann verdient, ihr werdet es nicht glauben, zwischen 1.600 und 2.200 Euro. Ja. Dem sein Gehalt hat sich Standepede mal mehr als halbiert. Ungelernt, weil du kannst Müllmann inzwischen lernen. Zweiniges Schwert. 110-1. What the fuck? Wieso habe ich den Schwurbewahrer? 110-1. Für die Horde. 110. Das ist ja sogar ohne Verzauberung wahrscheinlich noch besser als meins. Warte mal hier. 238. Zu. Dazu 2,19. Ja, supi. Na, toll, hätte ich nicht kaufen müssen. Hätte ich mal Geld sparen können. Na, toll. Naja, ich kann dann zum Skill noch ein bisschen nutzen. Uns fehlt noch das dritte Loch. Das war da drüben, ne? Ja. Das holen wir uns so schnell. Ja. Und selbst ein Gelernter, ein Müllmann, der eine dreijährige Ausbildung hinter sich hat, irgendwie zum Mülltechniker oder so. Was ein bescheuerter Ausdruck. Müll. Was sind Sie denn? Ich bin Mülltechniker. Na supi. Sonst geht's Ihnen aber gut. Ja. Selbst der verdient nur noch 3.000 brutto. Das heißt, ein 3 Jahres ausgebildeter Mülltechniker verdient weniger, als früher ein unausgebildeter Müllmann verdient hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ganz toll. Und das, wo alles immer teurer wird. Ja. Da läuft doch was verkehrt, liebe Freunde. Da läuft doch was verkehrt. Solche Arbeit muss sich doch auch wieder lohnen. Wir können doch hier das ganze Zeug nicht alles im Billiglohnsektor verkommen lassen. Das ist doch scheiße. Das ist doch Bullshit. So. 50 Stärke. Aller. Okay. Das ist ein Wort. 50 Stärke ist ein Wort. Moment, wo sind wir? Hier sind wir. 46 Ausdauer. Ein Grinsche treffen wir. Okay. Machen wir es mal auf hier. So, 2,19 und 24,44. 2,19, 24,44. 2,24 und hier auch gesteigert und Leben auch gesteigert. Ja, gut. Ja. Supi. Supi. Ja, ich habe gesagt, brauchen wir eigentlich die Ausrüstung gar nicht mehr, die wir jetzt in BC noch zusammen sammeln würden, könnten, dürften. So. Bald Level up. Geht wirklich bis Brezelbacken. Meine Güte. Steigen trifft ein. Höfen trifft in die Feste. Ja, da weiß ich ungefähr, wo es ist. Wir holen uns aber jetzt noch den Flugpunkt. Den Flugpunkt, den holen wir uns noch. Aha. Wo war denn der? Der ist ganz oben. Oben-Doben irgendwo. Aber wo ist Oben-Doben? Wie kommen wir nach oben? Ach, da hinten, der Aufzug. Haha, ich habe ihn gesehen. Da ist ja ein Aufzug. Ja, richtig, ich erinnere mich. Heidewitzka, Kapitän. Ein bisschen ruckeliger Aufzug, ne? So, da wollte ich nämlich hin. So. Aber das ist ja... Ist das unser Ziel? Geht's da weiter? Da geht's, glaube ich, rüber zur boreanischen Tundra. Oder kann das sein, dass hier noch ein Zepp...
Zeppelin abfliegt oder kann das nicht sein? Hier haben wir auf jeden Fall Windreiter. Kommt und holt. Ja, 5000, das ist, können wir uns nicht leisten. Ein Kaltwetterflug kriegen wir auch noch nicht. Ritt auf dem magischen Teppich. Haltet euch vom Udo fern. So. Mit wem müssen wir jetzt sprechen? Mit dem Janni, oder? Anaria Schola. Bleibt was? Ja. Aber wir haben doch noch. Haben wir nicht noch was, was wir hier noch abgeben sollten? Steigen trifft ein. Das kriegst du mit Klasse. Ne, das ist da oben auch. Das ist ja da oben. Da können wir beim Zurückfliegen dann auch wieder machen. Okay. Ja, ja. Unsere Welt, liebe Freunde. Nicht immer einfach. Das ist schon etwas ruckelig, ja? Nicht mehr so geschmeidig. Hallo, Keltusat. Oben. Da, das war das mit den Panzern. Ja, ja, Panzer, genau. Und ruckel und hingeruckel und hergeruckel. Da wird er echt übel. So, jetzt sind wir bei der Echo-Küste angelangt. Okay. Genau, die Panzer. Ja, ja, ihr dürft mich runterlassen. Sie dürfen mich runterlassen. Dankeschön. Lukta! Ja? Sieh jetzt mit ihm. Das ist Mobu. Ja. Ich bin Mobu, wer bist du? Kommt bald wieder. Okay. Panzer, Dingens Gelöde beschaffen und Metallplatten einsammeln und für den Walrossmann brauchen wir den Nebel. Ja, weiß ich auch, genau. Aha, aha. Und das Horn des uralten Seemanns. Gut. Ja, das alles da hinten. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.